KinoCast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen KinoCast, Ausgabe Nummer 667. Jetzt schon, wir haben die teuflische Ausgabe übersprungen. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo, und ich muss gleich mal mit einer Rüge für den Erik gleich beginnen. Geht's los. Wir haben eine halbe Stunde vorher gesprochen, aber die Rüge hebst du dir für die Aufnahme in der Sendung auf. Ja, natürlich hebe ich mir das auf, weil das hast du gerade eben verblockt. Weil wir haben gerade ausführlich über den Eurovision Song Contest gesprochen. Und da meinte der Erik gerade noch zum Ende, ja, das ist jetzt hier nicht so Thema im KinoCast. Doch, das war gewaltiges Thema hier im KinoCast schon. Ist es auch immer wieder, wenn ich den Einspieler von Ja, Ja, Ding, Dong höre und ich möchte jetzt, dass du Ja, Ja, Ding, Dong spielst. Ding Dong! Also ich kann ja gerne unser Warm-Up-Gespräch hinten dran schneiden, für die, die es interessiert. Quasi als Bonus-Track, ja, sozusagen. Und ich habe auch nicht alles, glaube ich. Ich habe irgendwann mittendrin mal eingeschaltet, also dann fehlt noch ein bisschen was. Aber wir haben ja hier ein paar Filme mitgebracht. Wir hatten ja eine Home-Sneak-Preview, obwohl sich ja jetzt langsam so andeutet, dass wir bald vielleicht eventuell mit vielen Fragezeichen wieder mal ins Kino gehen können, wenn alle brav bleiben. Aber wenn man sieht, dass da schon wieder welche nach Berlin gefahren sind von den Brett vorm Kopf-Denkern hier, dann wird es schwierig. Aber gut, wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir haben in der Heimsneak-Preview den Film Voyagers gehabt und das hat nichts mit Star Trek zu tun, auch nicht mit Star Wars, sondern ist ein Film, der auf Netflix seinen Neustart hatte, seinen Kinostart hatte quasi. Ein Film von Neil Burger und Hauptrolle spielt unter anderem Colin Farrell und Ty Sheridan, den hat die Kate letztens erst gesehen, neu in Ready Player One, glaube ich. Und korrekt. In dem Film geht es darum, dass da auf der Erde in der Zukunft ist jetzt alles nicht mehr so im Lot und man guckt da sich halt um, ob man irgendwie auf einen anderen Planeten vielleicht übersiedeln könnte und man findet dann tatsächlich ein, das wird so in einer relativ schnellen Vorgeschichte dann so erzählt und dieser ferne Planet ist aber halt so weit weg, dass die Reise auf dieser, ich nenne es mal Arche Noah, wo dann so Menschen transportiert werden auf diesen neuen Planeten, die den besiedeln sollen. Die Menschen, die da unterwegs sind, die brauchen halt wirklich mehr als eine Generation, um diesen anderen Planeten zu erreichen. Und wie könnte man das anstellen? Jetzt gibt es natürlich so ein paar philosophische Themen. Also wie packt man jetzt irgendwelche Astronauten in ein Raumschiff und mischt die dann durch, dass die dann quasi Kinder zeugen, die dann wiederum irgendwann mal ankommen auf diesem Planeten oder wie macht man das? Hier kommt man auf die Idee, dass man sagt, man züchtet sich die Kinder mit dem besten genetischen Material, was die Erde zu bieten hat, also sprich Wissenschaftler, Techniker, Nobelpreisträger, Künstler und alles mögliche, alles was man brauchen könnte, um auf einem neuen Planeten quasi so das beste genetische Material zur Verfügung zu haben. Und züchte daraus 30 Babys und diese Babys werden unter isolierten Bedingungen herangezogen und werden also kommen gar nicht mit der Außenwelt auf der Erde in Kontakt, werden in so einem abgesperrten Facility dann wirklich unter Reinraumbedingungen dann wirklich isoliert und aufgezogen und bekommen da ihre Bildung und alles. Und da gibt es einen Projektleiter, das ist der Colin Farrell. Der kümmert sich um diese Babys, zieht die mit groß und ist auch für die so ein bisschen so der Ansprechpartner, wenn sie was haben, weil gerade wenn sie dann so älter wären, kommen ja dann doch die eine oder andere Frage dann auf. Und er entscheidet sich dann, sein Leben auf der Erde aufzugeben, weil ihn eh nichts mehr hält und will quasi mitfliegen auf diesem Raumschiff. Und was natürlich für ihn bedeutet, dass er dort sein Leben natürlich beenden wird auf diesem Raumschiff, weil er wird nicht mehr wieder zurückkommen. Und ja, dieses Raumschiff macht sich dann auf den Weg mit jeder Menge Jugendlichen und ich weiß gar nicht, wie weit man erzählen kann. Vielleicht haue ich nachher mal eine Spoilerwarnung rein, wenn wir in die Filmkritik reingehen, weil ich glaube, wir müssen dann doch ein bisschen weiter ausholen und von ein bisschen weiter hinten erzählen, oder was meint ihr? Ja. Dann kann man mal machen, ja. Dann mache ich das jetzt mal, also.
Achtung, Spoilerwarnung. Also auf diesem Raumschiff, auf diesem Flug werden die Jugendlichen natürlich, bekommen eine spezielle Ernährung, damit sie wirklich fit bleiben, gesund bleiben, weil sie ja dann irgendwann mal auch Kinder zeugen sollen. Und da ist geplant, dass diese Kinder durch künstliche Befruchtung irgendwann mal geplant gezeugt werden sollen, damit eben von bestimmten Personen da die Nachkommen Nachkommen erfolgen sollen, gezeugt werden sollen. Und sie bekommen so eine blaue Flüssigkeit. Bei der Bundeswehr hat man das Impotee genannt. Hier heißt es irgendwie das blaue Zeug, was halt dazu führt, dass sie irgendwie ruhiger werden, dass die Emotionen unterdrückt werden, keine sexuellen Gelüste kommen. Und die sind natürlich alle jetzt auch nicht blöd, die sind ja irgendwie aus genetischem Material von klugen Leuten gezeugt. Und der Ty Sheridan, der findet das dann raus, was da drin steckt in diesem blauen Zeug, und er und sein bester Freund, die beschließen, das eben nicht mehr zu trinken, was dann dazu führt, dass sie gerade in diesem pubertären Teenie-Alter dann doch schon, ja, wo dann die Emotionen dann mit ihnen durchgehen, und ja, sie verbreiten dann die Message auch, dass dann wirklich auch einige andere das nicht mehr zu sich nehmen, und dann gerät das alles ein bisschen außer Kontrolle, das Ganze. Ein bisschen. Colin Farrell stirbt dann auch noch bei einem Außeneinsatz. Und es bilden sich dann so Fraktionen. Das hat mich so ein bisschen so an diverse, was weiß ich, The 100 oder Herr der Fliegen oder sowas erinnert. Ja. Wo dann wirklich so die Jugendlichen plötzlich die Macht übernehmen, wo dann so das Machtgefüge, wo die Jugendlichen erstmal lernen müssen, wie funktionieren gesellschaftliche Strukturen. Und das ist dann halt auf diesem Raumschiff dann so das Thema, quasi so in der zweiten Hälfte des Films. Und ja, wie fandet ihr denn das so? Kate, du bist eigentlich, ich habe zwischendurch gedacht, der Kate müsste das eigentlich gefallen, der Film. Ja, weil du hast ja immer so diese Teenie-Sachen, Maze Runner, The 100. Ja, diese Teenie-Sachen. Nee, ja, ich meine ja so diese mit Teenies, sowas, die quasi Verantwortung bekommen, die Coming-of-Age-Geschichten in so einem futuristischen Umfeld. Habe ich gedacht, das müsste eigentlich voll was für dich sein. Jetzt sehe ich aber schon deine Punkte. Was hat dir da nicht so gefallen? Also mir hat das Grundprinzip des Films sehr gefallen. Es war halt auch mal was anderes, weil meistens ist ja, wenn solche Reisen angetreten wird, gibt es irgendwie Kryo-Schlaf oder irgend sowas, wie jetzt zum Beispiel bei Passengers oder so. In dem Fall war es halt wirklich quasi die dritte Generation soll dann den Planeten irgendwann in 80 Jahren erreichen. Fand ich von der Grundprämisse ein sehr guter Gedanke. Was mir leider nicht so gefallen hat, war die schauspielerische Leistung. Und das ist das Problem an dem Film. Mir hat es nicht gefallen, wie die gespielt haben. Also der Einzige, der mir gefallen hat, war Ty Sheridan. Ich fand das am Anfang sehr, sehr geil, wie der diesen so eine Art betäubten Jugendlichen gespielt hat. Mhm. Also als sie noch alle, das Blau genommen haben. Alle haben ja so ein bisschen, wo du so dachtest, so, was ist mit denen los? Genau, genau. Und dann, als sie das dann nicht mehr genommen haben, du hast zwar schon gemerkt, dass er dann auch freier ist und auch so Lust entwickelt und so, aber trotzdem noch vernünftig. Dem hat er schon bleibt. Der Anblick eines Nackens gereicht? Oder war das genau. Der andere? Ja, das ist halt, hallo, du gibst einem mitten in der Pubertät steckenden Kind quasi die volle Dröhnung Pubertät. Ja, also das ist ja auch klar, dass das dann reicht, wenn er nur den Nacken von ihr sieht. Das fand ich grundsätzlich von der Grundprämisse echt gut. Aber mir haben die Schauspieler nicht gefallen. Also die Lily Rose Depp spielt da ja mit. Das ist die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis oder wie die heißt. Die fand ich richtig schlecht. Also ich habe der das nett abgenommen. Okay. Und auch der Freund, also der ist sein bester Freund, der ja dann quasi die andere Fraktion so anführt und einen auf Psycho macht, fand ich fast schon drüber. Also man kann ja verrückt sein und man kann ja auch durchgeknallt sein und versuchen, den anderen irgendwas in Ideen in den Kopf zu pflanzen. Aber bei dem war das einfach, finde ich, viel zu drüber gespielt. Also es war schon gut, aber es war zu drüber. Versteht ihr, was ich meine?
Ja. Also mir hat einfach die schauspielerische Leistung in dem Film nicht gepasst. Auch der eine aus Game of Thrones hat ja mitgespielt. Da habe ich ewig überlegt, woher kenne ich den? Ja, das ist doch der Junge im Rollstuhl. Der Bran, glaube ich. Der Bran. Und auch mega blass, ey. Das ist ein total bekannter Schauspieler, ja. Und jeder kennt den, also oder hat ihn zumindest in irgendeinem, selbst wenn du die Serie nicht gesehen hast, du kennst ihn aus irgendwelchen GIFs oder irgendwelchen komischen wie heißt das andere? Memes. Man kennt ihn ja. Und selbst der, so blass, kein Ausdruck. Ich habe den überhaupt nicht wahrgenommen als Person. Und irgendwie, ich weiß nicht, mir hat es einfach schauspielerisch nicht gefallen. Ich glaube, wenn die Leistung besser wäre, wäre auch meine Punkte besser. Weil der Film grundsätzlich cool gemacht und durchdacht war. Auch dieses, dass man halt auf so einer Reise mit solchen Problemen kämpfen muss und dass das fast schon erwartet wurde unten auf der Erde, dass sowas passieren kann. Und das fand ich schon gut, aber die schauspielerische Leistung hat es halt echt leider gekillt. Ja, ich fand das ganze Setting irgendwie ziemlich interessant, auch diese philosophische Betrachtung, die da noch mit drin steckt und so. Ja. Diese gezüchteten Kinder, die eigentlich nie die richtige Erde überhaupt erlebt haben, um zu wissen, wofür es sich überhaupt lohnt, da auf der anderen Planeten was aufzubauen, ja, warum man quasi so in Anführungszeichen gezüchtete Kinder dafür nimmt und so. Und dann ist ja der Einzige, der sie geerdet hat, der, das ist ein guter Ausdruck in dem Sinne, der quasi noch Verbindung zur Erde hatte, der war ja dann auch relativ schnell weg. Und aber jetzt, hey, wo du sagst, dass das die Tochter von Vanessa Paradis ist, jetzt weiß ich, warum ich die so süß fand. Ey, ich fand ja immer Vanessa Paradis schon so süß. Ich habe gedacht, oh, ey, wer ist denn das? Die kenne ich nicht. Also, habe ich geguckt, Lily Rose Depp hat mir gar nichts gesagt. Ne? Ich habe den Bogen nicht geschlagen. Und dann war der andere Typ, da habe ich gedacht, woher kenne ich den denn? Ey, da waren lauter so Jungschauspieler drin. Ich glaube, das ist auch so ein guter Sprungbrettfilm für viele von diesen jungen Stars, denke ich mal. Weil dadurch, dass es jetzt auf Netflix kommt, Amazon Prime war das, ne? Ja, Prime. Ich habe vorhin, glaube ich, Netflix gesagt, okay. Genau, also dadurch, dass es jetzt auf Amazon Prime ja quasi der breiten Masse zugänglich wird, ich glaube, das ist ein gutes Sprungbrett für viele. Hm. Also, wie fand denn der Chris den Film? Würde mich auch interessieren. Mich auch, ja. Schön, dass ich noch teilnehmen darf. Wo fange ich an? Also prinzipiell das Setting, die Idee ist jetzt nicht unbedingt das Neueste vom Neuen, aber eigentlich ganz cool gemacht, ganz cool umgesetzt. Und was der Film inhaltlich dann entwickelt, ist das, wie ich finde, typische Fehlverhalten bei Menschen, was man überall auf der Welt immer wieder beobachten kann, was so einen teilweise echt ratlos und vielleicht auch ein wenig wütend zurücklässt, weil es sich genauso entwickelt, wie man es vorhersehen kann. Also zumindest ich konnte das relativ gut vorhersehen und immer wieder sagen, okay, pass auf, jetzt passiert das, jetzt wird das sein. Und jetzt wird da, jetzt ist da Futterneid, jetzt ist hier. Jetzt bauen wir uns natürlich noch ein Feindbild auf und blablabla. Das war der typische Gang der Dinge, wie ganz viele Menschen leider das mit der Gesellschaft interpretieren und weswegen auch die Menschheit immer wieder an sich selber scheitert. Obwohl sie immer sagt, wir sind ja so intelligent. Einen alten Scheiß, wir sind einfach das Dümmste, was rumrennt. Das muss man sich halt wirklich vor Augen führen. Und das, finde ich, macht der Film eigentlich ganz gut. Der einfach auch sagt, okay, ich reiß mir jetzt kein Bein raus dabei, eine Mörder-Story noch zu erzählen, sondern besinne mich da ein wenig auf die Basics und freue mich darüber, dass das dann einigermaßen funktioniert. Ihr habt jetzt beide die schauspielerischen Leistungen angesprochen. Ich muss sagen, mir hat Lily Rose Depp eigentlich auch ganz gut gefallen. So, Word. Word. Also, kann nicht ändern. Es ist einfach so. Ich fand die auch ganz, ganz süß eigentlich. Ansonsten, ja, es war, sagen wir mal, überschaubar, was schauspielerisch abgeliefert wurde. Es war sicherlich mal wieder ein Film, der eine komplette
Tonne voller Möglichkeiten, voller Talent, voller Story-Ideen, voller ja, voller allem eigentlich hat. Also unglaubliches Potenzial einfach hat. Aber es ist halt wie immer, wenn du ein Schwimmbecken voller Potenzial hast und du gehst mit dem Teelöffel rein, dann ja, kommt halt nicht immer so viel bei rum. Und das ist ein bisschen schade gewesen, so insgesamt auch, weil er einfach für mich zu vorhersehbar war. Eben weil man, wenn man sich ein wenig mit der Menschengeschichte und dem Menschen allgemein auseinandersetzt, dann wird man so viele Parallelen einfach finden. Und ja, es ist die Kurzgeschichte der Menschheit, ein Stück weit erzählt. In wie vielen Minuten? In 100 Schlag mich tot Minuten. Ja. Also den zweiten Teil fand ich auch durchaus ein bisschen schwächer, fand ich. Den, wo es dann nur noch um Kämpfen, Verteilung und sowas geht. Ja. Wobei ich mich immer frage, die haben ständig immer irgendwelche Lebensmittel verschwendet und irgendwas kaputt gemacht, wo es hieß, ja, Lebensmittel und so. Und irgendwie wurde nie thematisiert, dass da irgendwie eine Knappheit wäre oder so. Ja, aber schon irgendwie hatte der Film was. Er war auch sehr gut gedreht, fand ich. Ich mochte so die ganzen filmischen Einstellungen, die es so gab in den Gängen und so, wenn die dann wirklich, da wurde so extrem drauf geachtet, dass alles symmetrisch ist in den Einstellungen. Das mochte ich sehr, dass da wirklich drauf geachtet wurde. Und ja. Ja. Ich fand auch die Szene relativ am Ende, wo sie quasi wo die Kamera quasi diesen langen Gang lang geht und diesem Kind hinterher geht. Fand ich sehr schön, weil das so eine Endlos-Szene war. Die fand ich ganz gut. Und grundsätzlich fand ich das Ende vom Film ganz okay. Ja, dass da schön nochmal der Bogen geschlagen wurde. Ich frage mich zwar, wie sie dann, was das für einen Sinn macht, dass sie da jetzt sind, und weil sie können ja keinen Kontakt zur Erde aufbauen. Das haben sie ja irgendwie mittendrin verloren. Aber das Ziel war ja, glaube ich, dort eine neue Menschheit aufzubauen, eine neue Zivilisation aufzubauen. Ja, aber irgendwann, ich meine, der genetische Pool, den die mitbringen, ist auch endlich. Also das irgendwann... das wird schwierig. Irgendwann ist jeder mit jedem verwandt. So, genau. Wie in manchen Dörfern, in irgendwelchen Schluchten hier. Sowas. Ich will jetzt keine Regionen nennen, um niemanden zu dissen. Aber, besser ist das. Ja. Shitstorm incoming. Ja, In der nicht genannten Stadt, oder wie? Nein. Aber der Regisseur, der hat ja zum Beispiel auch Ohne Limit gemacht oder hier Die Bestimmung, Divergent, den hat man, glaube ich, in der Sneak, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also der kann schon was. Und ja, ich glaube, auf der großen Kinoleinwand, wenn die gedacht hätten, okay, der kommt wirklich auf die große Leinwand, dann hätten sie vielleicht noch ein paar Sachen vielleicht ein bisschen anders gemacht und vielleicht noch ein bisschen mehr Script-Doctoring betrieben. Die Bestimmungsfilme haben mir ja auch gut gefallen. Also von mir bekommt Voyagers 6,5 von 10 Punkten. Ich gebe ihm 6 von 10. Ich war bei 6, aber wegen Miss Depp gibt es 6,5. Okay, wir werden die mal im Auge behalten, wo die noch so demnächst auftritt. Ja, sehr gerne, behalte ich die im Auge. Vielleicht ja schon in dem nächsten Film. Ah nein, da ist Matthias Schweighöfer dabei, habe ich gehört. Korrekt. Der wird gerade abgefeiert ohne Ende. Da kursieren GIFs im Internet. Und es wird wohl auch schon ein zweiter Teil gefordert, richtig? Ja, also der Film wird tatsächlich gefeiert. Ja. Und tatsächlich freue ich mich auch schon, ihn zu gucken. Ich muss mit Chris noch überreden, dass wir den sogar zeitnah schon gucken und nicht erst nächste Woche, weil ich habe irgendwie Bock drauf. Und zwar gucken wir auf Netflix Army of the Dead. Der neue Zack Snyder-Film. Könnte nice werden. Also was ich bisher gesehen habe. Zombie-Filme bin ich immer dabei. Immer. Da bin ich am Start. Zombie und Haie. Und das ist quasi noch ein Heist-Movie. Okay. Die wollen ja irgendwie so einen Tresor ausrauben oder so. Okay, so im Detail weiß ich noch nicht. Ich habe auch noch keinen Trailer irgendwas geguckt, aber... Deswegen war mein Tipp ja auch Ocean's Apocalypse. Ocean's 11. Der Bass erreicht mich schon von diesem Film. Der ist ja jetzt gerade erst angelaufen, irgendwie vor ein, zwei Tagen oder so. 21. Also ja, vor ich zwei ja fast Tagen. Richtig, ja. Genau. Und der Tipp für die folgende Woche dann? Die nächste Sache gucken wir auf Amazon Prime. Und der Tipp dafür ist... Lockdown in Australien mal anders. Weißt du was, ich guck mal zur Sicherheit, ob der überhaupt noch da ist, weil ich glaube, als ich den eingetragen habe,
Oh, das wäre natürlich schade. Dann, warte mal, zur Not schneide ich das mal raus. Guck mal. Sonst nehmen wir den nächsten auf der Liste. Nee, ist bei Prime Video noch drin. Sehr schön. Also auf dem Cover sieht man eine junge Frau, die ein Känguru umarmt. Im Hintergrund steht ein Typ, der steht auf Weed for Sale. Also 3 von 5 Sternen. 8 Leute haben abgestimmt bis jetzt. Das wird gut, Leute. Das wird gut. Das wird richtig gut. Aber erstmal gucken wir Army of the Dead. Das heißt, wenn wir den richtig gut finden, dann können wir das Voting nach oben ziehen ohne Ende, sage ich euch. Absolut. Müssen wir. Gut. Du hast noch einen Film geschaut im... Ich... Heimkino. Ja, ich habe mein kläglicher Versuch, hier eine nahtlose Übergang zu machen. Ich fand den nicht kläglich. Ich habe einen wunderbaren Film geguckt. Ich habe mich unfassbar gut amüsiert. Ich habe den auch gesehen. Mitgekriegt. Schön, Erik, toll, dass du den auch gesehen hast. Dann können wir drüber reden. Der Chris hat Teile davon gesehen. Im wahrsten Sinne Teile. Und zwar habe ich den neuen Teil, es ist ja, glaube ich, jetzt der 7. dieser Filmreihe, von Wrong Turn gesehen. Wrong Turn, The Foundation. Ich habe erst gedacht, geht's da um Make-up? Aber nein, The Foundation ist quasi der Beginn, der Stamm oder was auch immer. Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, beziehungsweise Teenager, Mitte, Anfang 20, keine Ahnung, es wird nicht gesagt, wie alt die sind. In der Beschreibung steht Studenten. Im Film erzählen sie davon, dass die eine schon Ärztin ist. Keine Ahnung. Ich schätze Mitte, Ende 20. 6 erwachsene Kinder, was auch immer, wollen eine Wanderung machen. Und zwar am Appalachian Trail, oder wie das Ding auch immer heißt. Appalachian Trailway. Genau, Appalachian Trailway. Genau, und die sind in so einem hübschen Ort und tun sich da in ein Hotel einmieten. Und die nette Hoteltante sagt schon, bleiben Sie aber auf dem Wanderweg. Verlassen Sie den Wanderweg nicht. Also ich sag dir, mit meiner Erfahrung mit Horrorfilmen würde ich sofort wieder abreisen. Ja, vollkommen korrekt. Ich würde auch wieder abreisen. Vor allem würde ich mich einfach mal grundsätzlich erstmal vorab informieren, weil solche Wanderwege oder gerade wenn da irgendwie sowas, das ist ja wohl schon öfter mal auf diesem Weg was passiert. Ja, frag mal auf dem Rennsteig im Thüringer Wald, was da alles. Kann man sich doch einfach mal informieren, ob das vielleicht eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Auf jeden Fall legen Sie sich erstmal mit ein paar netten Menschen aus dem Dorf an und dann gehen sie auf ihre Wanderung und sie nehmen die falschen Abweg, sie gehen vom Weg ab, sie nehmen einen Wrong Turn. Warum tun sie das? Weil sie irgendwas besichtigen wollen. Der eine kommt auf die Idee, irgendwas Tolles zu besichtigen. Ein altes Fort aus dem Sezessionskrieg. Ach, ja, du hast überhaupt nicht aufgepasst. Ich war mit Lachen beschäftigt. Ich war wirklich mit Lachen beschäftigt. Und wie es so kommt, es passieren schreckliche Dinge. Der erste stirbt in kürzester Zeit und ich muss dazu sagen, ich habe die Uncut-Version gesehen, was mich sehr glücklich gemacht hat. Sie tappen in mehrere Waldfallen, wo sie dann relativ schnell rausfinden, dass die zu gruseligen Menschen in komischen Outfits und mit Tierschädeln auf dem Kopf gehören, was man auch schon auf dem Plakat übrigens sieht, so ein Viech. Und da geht es eben um die Menschen von The Foundation, die leben da im Wald und machen so quasi ihre eigenen Gesetze und sind so ihr eigener kleiner Stamm. Und die meinen es nicht immer ganz gut. Wobei zwischendurch mal sehr witzig ist, wo ich denke, okay, vielleicht sind die ja gar nicht so schlimm, sondern es wurde alles nur missverstanden. War es dann aber nicht. Wie der Film ausgeht und der sehr lustig endet übrigens, will ich natürlich nicht erzählen, weil ich möchte euch den Spaß an diesem Film nicht nehmen, aber ernst nehmen müsst ihr den nicht. Das ist, geht mit einem Lachen an diesen Film ran, dann macht er Spaß. Ansonsten ist er einfach nur Banane. Ja, wir hatten ja dazu auch eine E-Mail bekommen sogar von Konstantin Film, denn Konstantin Film hat den ja rausgebracht und die wollten den eigentlich ins Kino bringen, aber wir wissen Bescheid hier, warum nicht und so. Und da stehen auch noch 2 Filme drauf und zwar Konstantin hat jetzt einen exklusiven Deal mit Sky Cinema, dass sie quasi ihre Filmpremieren nicht im Kino machen, sondern
bei Sky. In den USA läuft er, glaube ich, im Kino, der Wrong Turn. Und es ist auch so, der... Du wolltest was sagen? Ja, ich wollte noch was sagen, dass ich tatsächlich aber fand, ich habe jetzt nicht alle 7 Wrong Turns gesehen. Ich habe, glaube ich, den ersten gesehen, dann habe ich den dritten, glaube ich, noch gesehen und jetzt diesen. Und ich muss sagen, der hier war von der Machart fast der Beste. Ja, also der Drehbuchautor vom allerersten Wrong Turn hat auch hier das Drehbuch geschrieben. Und das ist so, der heißt doch im Original heißt er einfach auch nur Wrong Turn. Es soll eigentlich ein Reboot sein von der Reihe. Das heißt, der ist also ähnlich dem ersten, wobei im ersten Wrong Turn waren ja diese Hillbillies, diese Hinterwäldler waren ja dann solche degenerierten Kannibalen. Das war ja jetzt hier nicht so. Und die ersten 3 wurden damals in Kanada gedreht, die kamen auch ins Kino. Der 4., 5., 6. waren Direct-to-Video und die wurden in Budapest irgendwie schnell weggerotzt, irgendwie gedreht. Die waren dann auch schon von extrem zweifelhafter Qualität teilweise. Yeah. Und jetzt der soll quasi wieder so ein Reboot von der Reihe einleiten, die ja doch durchaus beliebt ist auch. Ne? Also selbst wenn die Teil 4 bis 6 doch etwas schlechter waren, haben die doch gerade im Videobereich einen ganz guten Erfolg erzielt. Und genau, jetzt Konstantin hat halt eben diesen Deal gemacht mit Sky, dass sie 2 Filme exklusiv auf Sky Cinema als Premiere machen. Das ist Wrong Turn und der zweite ist Horizon Line. Den können wir auch vielleicht bei Gelegenheit mal schauen, dann, wenn der kommt. Mhm. Und genau, also es sind Uni-Absolventen, die quasi ihren Abschluss da ein bisschen feiern. Also sie sind dann quasi, wollen die dann starten und der eine hat halt schon während seiner Uni-Zeit diesen Non-Profit-Organisation. Ja, ich fand es auch ganz nett. Also sie ist natürlich das übliche 10 kleine Negerlein, darf man es eigentlich noch sagen? Also dieses übliche Prinzip, also sag ich mal, 10 kleine Jägermeister. Alter, hast du jetzt gerade nicht gesagt. Das ist aber dieses übliche Prinzip da. Ihr wisst, was ich meine. Also 10 kleine Jägermeister und dann werden es halt immer weniger. Und das übliche Prinzip, Kids in Extremsituationen agieren dämlich. Was halt hier der Film ganz cool macht, ist halt eben, dass er wirklich dann mittendrin mal so eine storymäßige Wendung macht, wo man dann denkt, okay, jetzt geht's doch nicht mehr in diese reine Slasher-Richtung, sondern ja, zeigt doch ein bisschen mehr Tiefe und so. Und auch diese Parallelstory mit dem Vater, der einen... Ja. Gespielt von Matthew Modine, den ich eigentlich auch sehr gern mag. Man sieht aber, er ist schon ganz schön alt geworden. genau, der dann wiederum ermittelt und selber dann sich auf die Suche macht in diesen Wäldern West Virginias da, an diesen Appalachian Trailway. Und ich wollte eigentlich immer mal in diese Gegend. Ich habe ja auch gehört, dass Fallout 76 zu einem extremen Boost vom Tourismus in dem Gebiet West Virginia geführt hat. Aber mittlerweile, wenn ich solche Filme gucke, dann überlege ich mir das, glaube ich, nochmal hinzufahren. Okay, vielleicht auch nicht unbedingt durch die Wälder streifen, dann wenn irgendwelche... Wandern wir lieber den PCT. Und Chris, die Teile, die du gesehen hast, waren das nur die Leichenteile oder hast du mehr... Ach du Scheiße. Wie formuliere ich es am besten? Um Gottes Willen. Warum bin ich gezwungen, so eine imperiäre Scheiße zu sehen? Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Ja, das passt. Ach du Gott, also wenn wir uns gerade bei Voyagers über die schauspielerische Leistung aufgeregt haben. Leck oh mio, hey. Ach du Kacke, also ich weiß gar nicht, ich möchte eigentlich keine B-Movies beleidigen, aber... Ich glaube, so B ist der gar nicht. Nee, ich glaube, so B das ist der gar nicht. Ja. Das ist eigentlich das Fatale dann. Ne? Das ist ein das ist das A Fatale bis dann. B-Movie. Also, ich find, was ich super spannend finde an dem Film ist einfach, dass er, glaube ich, 3-mal anfängt. Also, hey, wir gehen wandern. Hey, ich suche meine Tochter. Hey, ich bin dein Ehemann. Also, oh je. Aber du hast das schöne Ende verpasst. Gehört zu der Kategorie Filme, die ich nicht gesehen haben muss. Das, was ich gesehen habe, hat mir vollkommen gereicht, um zu sagen, ja, okay. Und das, was ihr so erzählt, bestätigt eigentlich meine Meinung. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich meine Zeit da sinnvoller auf dem Klo verwendet habe.
Ja, wobei, also, ja, also ich glaube, so Wrong Turn ist schon mit einer von den besseren Horrorfilmen. Also ich meine, ja, klar, die agieren dämlich, aber das ist ja so ein Konzept von solchen Filmen. Das ist genauso wie bei den Jason-Filmen oder so. Die sind auch alle total deppert und denkst so, what? Und dann freust du dich eigentlich mehr oder du bist eigentlich froh, wenn dann manche Leute dann irgendwie auf eine coole Weise ins Gras beißen dann bei den Filmen. Aber ja, also ich fand den echt auch ganz nett und ja, hätte ich mir auch mal eine Sneak gewünscht, vielleicht auf der großen Leinwand. Oh, das wäre lustig gewesen. Ja, ja, da wären wieder einige rausgegangen. Oh nein. Aber auch die Fallen waren irgendwie ganz, ganz, ganz witzig gemacht, die den so in den Berg hatten. Und so. Ich fand es halt immer so geil, der Stolperdraht, der ungefähr so dick ist, weiß ich nicht, wie so ein Laptop-Kabel. Ja. Als ob man das nicht sieht. Aber das war dunkel. Ich erinnere mich, wir haben mal... Nein, das war auch hell. Ja, nee, ich meine, das Kabel oder der Strick war dunkel. Wir waren mal zelten, damals Abschlussfahrt vom Gymnasium und da hatte einer so ein ganz flaches Zelt und der hatte schwarze Zeltschnuren. Ja? Alle anderen hatten weiße. Und jeder ist über die scheiß Zeltschnüren. Du wusstest genau, da steht das Zelt, da sind die Zeltschnüren, aber das war so flach abgespannt. Jeder ist über die scheiß Zeltschnüre drüber geflogen bei dem. Das ist echt, du siehst das dann nicht, wenn das so schwarz ist. Hm. Ah ja. Okay. Geben wir da Punkte eigentlich für Wrong Turn? Also ich gebe für das Genre Horror, lustiger Horror, ja. Was ist nicht wahr? Nein, also ich fand den wirklich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich gebe ihm 7 Punkte. Ja, ich war jetzt auch gerade so. Also in diesem Bereich von diesen Slasher-Film. Ich gebe diesem Film tatsächlich mehr wie Voyagers alles klar. Ich habe es bald alles hier in diesem Podcast, glaube ich, gehört. Ey. Nein, in dem Bereich Horrorfilme. Also von diesem im Bereich Horrorfilm. Slasher-Film. Okay, ich muss es euch jetzt allerdings aus allertiefstem Herzen sagen und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber seid bitte nicht so enttäuscht, wenn er bei den Oscars leer ausgehen wird. Ihr kriegt ja nicht mal eine goldene Himbeere. Vielleicht ist ja der andere Film von Konstantin Wass, der auf Sky demnächst läuft. Ja. Horizon Line ist ein Ex-Liebespaar, gemeinsam zu einer Hochzeit auf einer Trauminsel eingeladen und möchte an Bord einer einmotorigen Cessna über den Indischen Ozean zu diesem wunderbaren Eiland, oh, was ist das für ein Wort, Eiland, habe ich auch ewig nicht gehört, zum wunderbaren Eiland fliegen. Leider erleidet ihr Pilot auf dem Flug einen Herzinfarkt und sie müssen ohne Orientierung allein das Kleinflugzeug steuern. Zum allen Unglück naht auch noch ein Tropensturm. Okay, also es scheint sich wohl nur in diesem Flugzeug die ganze Zeit abzuspielen. Na toll. Okay. Ja gut, ich bin mit Flight Simulator F-29 Retaliator bin ich, also ich kann jedes Flugzeug landen. Also. Du bist quasi Pilot. Ja, eigentlich schon. Ich bin quasi Pilot. Eigentlich schon, ja. Ich bin auch quasi Arzt. Ich habe ja sogar die theoretische Prüfung für einen Segelflugschein gemacht damals. Theorie ist nicht gleich Praxis. Das stimmt, aber die Praxis war sehr teuer, weil du musst für jeden Start bezahlen und ich hatte dann, war damals Abi-Zeit, da hatte ich andere Prioritäten. Aber wie man sieht, steht noch was drin. Was denn für welche? Lernen. Ich musste lernen. Nee, wirklich, weil ich hab die ganzen zweieinhalb Jahre vorher wenig gemacht und musste dann aufholen, weißt du, wie es ist, oder? genau. Nee, ich habe nie gelernt, deswegen weiß ich es nicht. Nee, aber ich meine, du weißt es vielleicht bei deinen Schülern oder so, die es vielleicht schleifen lassen haben. Und dann die machen kein Abi, deswegen. Die dann am Schluss nochmal sagen müssen, okay, damit ich da irgendwie halbwegs durchkomme, muss ich doch mal was tun. Und so war es bei mir. Okay, aber ich sehe, hier ist eine Serie drin. Deswegen hau ich mal den Bumper rein. Serie. Ich habe ja noch gar nicht angefangen bei Love, Death and Robots. Nee, ich heb mir das noch ein bisschen auf. Ich guck's mal in Ruhe. Worauf? Auf Weihnachten, oder? Ich habe nämlich Flight Attendant. Das, aber das guckst du in einem Wusch durch. Die längste Folge geht, was weiß ich. Ich habe erstmal Flight Attendant durchgeguckt, aber dazu später. Jetzt erstmal Love, Death and Robots, zweite Hälfte vom Chris sehe ich hier. Genau, zweite Hälfte. Wir haben ja letzte Woche schon über die ersten drei gesprochen. Jetzt kamen noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere dazu. Ich würde ganz kurz der Reihe nach durchgehen. Und zwar angefangen mit Snow in der Wüste, Snow in the Desert. Film, der, glaube ich, dem Erik extrem gut gefallen wird. Oh, freue ich mich ja. Weil er wieder mal im Stile von einem seiner Lieblingsfilme gemacht wurde. Es ist Der Weiße Hai. Die Zukunft. Ja, genau. Nee, Wrong Turn 7. Ach so. Okay, ich spiele das in Appalachia, ja. Okay.
Nein, es ist Zukunft, es ist alles sehr staubig, es ist, sagen wir so, das Setting erinnert brutal an Blade Runner teilweise. Mhm. Und es ist wirklich sehr cool. Es ist auch wieder so gemacht, wie man es aus den Zwischensequenzen von oder aus den Filmsequenzen der PlayStation und Spiele und sowas kennt. Und das finde ich ja recht cool, weil das sehr realistisch ist. Es geht in dem Fall um einen Albino-Menschen, der sich regenerieren kann und deswegen natürlich auch ein begehrtes Objekt ist, weil sie wollen ihm den Hodensack abschneiden, weil daraus dann irgendwas gewonnen werden kann für alle Menschen. Und er bekommt Unterstützung von einem Cyborg. Und das ist in einer kurz erzählte Geschichte und sehr cool umgesetzt, sehr bildgewaltig, wie ich fand. Und könnte ein richtig, richtig cooles Computerspiel auch sein. Mhm. Deswegen Snow in the Desert kann ich auf jeden Fall auch empfehlen anzuschauen, weil hat wirklich Spaß gemacht. Dann der nächste ist Im hohen Gras, The Tall Grass. Ach ja. Die Kurzzusammenfassung ist, während eines unplanmäßigen Halts des Zugs begibt sich ein Passagier in das hohe Gras an den Gleisen und wird von merkwürdigen Kreaturen angegriffen. Welcome to Stephen King. Ja, und das trifft es auch ganz gut. Der Stil, in dem es gezeichnet ist, ist quasi, also ich habe es... Gezeichnet? Animiert? Ja, es wird gezeichnet. Ja. Okay. Genau. Schön. Und ich hab das so gesagt, es ist wirklich wie ein Comic-Heft, das zum Leben erwacht. Ja. So in der Art. Und das hat mir super gefallen. Also vom Stil hat mir dieser Film auch am besten gefallen. Also nur vom Stil her. Und ich meine, in The Tall Grass gibt es ja als Film schon und so. Also die Story ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Aber die Art und Weise, der Stil und wie es dann komprimiert dargestellt ist, auch sehr cool gemacht. Also auch was, wo man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Man merkt vielleicht jetzt schon so ein bisschen die ganze Begeisterung, wo da rauskommt, weil die ganzen 8 Folgen, ich wüsste nicht, welche wirklich abgekackt ist da, weil Folge 6, Bescherung. Oh mein Gott. Aus Mude Haus. Zwei Geschwister nicht machen so einen heiligen Abend auf und wollen den Weihnachtsmann beobachten, welches sich ja als etwas anderes herausstellt als der Weihnachtsmann, wie man ihn traditionell kennt. Und ein Film, der Krampus. Ein Kurzfilm. Na, Krampus ist alter Scheiß dagegen. Ich habe wirklich, oh mein Gott, gedacht. Also richtig, richtig, richtig geiler Shit. Kann ich nicht anders sagen. Richtig krass, vor allem dann auch die letzte Szene, die mich nochmal so zurücklässt und einfach so, so lässt dich die letzte Szene zurück. Und auch da wieder in ein paar Minuten, in 10 Minuten oder sowas reingepackt, was manche in 1,5 Stunden Film nicht schaffen. Ja. Wrong Turn mäßig nicht unterbringen. Deswegen richtig cool. Auch richtig schön animiert und alles. Also Bescherung, ein absoluter Empfehler. Relativ weit vorne, wenn ich da ein Ranking machen müsste. Auf jeden Fall Top 3, glaube ich sogar bei mir. Dann haben wir noch den schönen Film Rettungskapsel oder Life Hutch, wo ein Pilot, auch wieder Zukunft, Pilot stürzt nach einer Weltraumschlacht ab und muss sich gegen einen defekten Wartungsroboter in der Rettungskapsel zur Wehr setzen. Klingt jetzt erstmal etwas unspektakulär. Nö, klingt cool. Ist allerdings... cool, von der Erzählung her. Ach, klingt cool, ja. Ja. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz verifizieren, aber ich glaube nämlich, dass es mit Michael B. Jordan ist. Der da sein Gesicht für hat animieren lassen, also müsste er sein. Ja, ist es. Ja. Und das ist echt cool, weil es gibt dem Ganzen echt einen richtig coolen Touch nochmal, weil du ihn als animiert siehst und das auch richtig stark gemacht ist. Mhm. Auch von der ganzen Stimmung her, vom ganzen Setting her ist es was auf jeden Fall stark an ein Stück weit an Alien erinnert, ein Stück weit an Terminator erinnert und allerdings nicht so 90er Jahre, sondern halt wirklich in die Moderne schon übersetzt, was ich mir auch wiederum sehr gut als Computerspiel sogar vorstellen könnte und auch da cool umgesetzt, auch dann am Ende aus der Sicht vom Roboter sogar noch was reinzubringen, fand ich richtig, richtig cool. Und
Der achte Film, der letzte Film, ist The Drowned Giant, der ertrunkene Riese. Und das ist für mich ein Film, der völlig, eine völlig krasse Kontroverse auch auslöst. Ich habe da jetzt auch ein bisschen schon was nachgelesen. Geht darum, nach einem Sturm wird der Körper eines Riesens an einem Strand gefunden. Ein Forscher wird beauftragt, den Verfall des Riesens zu dokumentieren. Also man muss sich vorstellen, es ist England an der Küste und da liegt ein überdimensionaler Mensch, ein riesiger Mensch, nackt an der Küste und keiner weiß, wo er herkommt und keiner weiß, wie und was und überhaupt. Und was passiert mit dem? Und das sind so viele Fragen einfach, was da aufkommen, die da auch ja, gestellt werden, die da gemacht werden. Und da ist es auch wieder für mich so, wie geht die Menschheit damit um? Ist es wirklich richtig, was wir da machen? Ist der Riese, ist der ein Synonym für einen riesigen Wal, der da liegt? Ich kann das gar nicht, ohne zu viel zu spoilern oder zu viel drüber zu sagen. Also nur am Ende ist der Riese wird natürlich als kleines Forschungsobjekt erstmal betrachtet, aber es wird nie irgendwie, tritt's Militär auf und sichert den Bereich zur richtigen Forschung, wo das herkommt. Sondern es wird einfach akzeptiert, dass der da ist. Es wird drauf rumgeklettert, es wird drauf gespielt. Man hockt in der Ohrmuschel und hört da Musik und liest ein Buch und solche Sachen. Es wirkt so ein bisschen wie, oha, guck mal, was da angeschwemmt wurde. Okay, lass uns drauf rumklettern. Und dann muss es allerdings jetzt irgendwie weg vom Dingsen hier, vom Strand. Und das ist genau der Punkt, wo es für mich in diese Richtung mit Walen geht. Auch der Penis von dem Mann wird dann ausgestellt in einem Zirkus, als Zirkusattraktion, wie das halt bei Walen auch so gerne gemacht wird. Ein riesiger Knochen hängt über der Metzgerei in der Stadt und alles. Und also, total verrückt, weil die Botschaften, wo da rauskommen aus diesen 10 Minuten oder 11 Minuten Film, ist echt abgefahren. Wirklich echt, echt abgefahren. Und da steckt viel mehr dahinter, als ich wahrscheinlich jetzt hier kurz zusammengefasst habe. Und deswegen, den würde ich auf jeden Fall, den gucke ich mir wahrscheinlich sogar nochmal an. Weil ich das so teilweise beeindruckend fand. Also insgesamt diese 8 Folgen der zweiten Staffel Love, Death and Robots. Klar, beim ersten, die erste Staffel mit 18 Folgen war natürlich was Neues. Es war eine coole Idee. Da waren mega, mega gute Sachen dabei. Aber wenn ich jetzt die Top 8 der ersten Staffel nehmen müsste und dann mit der zweiten Staffel vergleiche, dann wird es sehr, sehr eng. Also die zweite Staffel hat wirklich geliefert, wirklich sehr, sehr viele coole Sachen geliefert. Und gesagt, da steckt ganz viel drin. Da steckt ganz viel dahinter und ganz viel mehr drin. Und ist einfach toll gemacht. Und von manchen wünscht man Lust sich dann gemacht. Sogar, dass es weitergeht. Ja, ihr habt mir auch total Lust gemacht auf beide auf beide Teile der Staffel hier, ne? Also ich werde das mal in Ruhe mal gucken, schön oben auf dem großen Fernseher. Ich habe da jetzt Ruhe und da kann ich das mal schön gucken. Und genau, das war ja doch, glaube ich, bei der ersten Staffel, da hieß es doch sogar, dass sich Robert Downey Jr. die Rechte an diesem einen Kurzfilm, an der Geschichte gekauft hat und da irgendwie einen Langfilm draus machen wollte. Weiß gar nicht, was da draus geworden ist. Keine Ahnung. Hier, das klingt alles extrem cool. Es ist echt cool. Mhm. Also wirklich echt cool. Wobei, wie gesagt, bei The Tall Grass fand ich, oder im hohen Gras, fand ich tatsächlich von der Machart am allerbesten. Aber die Story war halt geklaut. Also, das ist einfach so. Es war halt eine eigene Art der Umsetzung dieser vorhandenen Geschichte, die gut gemacht ist. Also die Umsetzung ist wirklich gut gemacht, aber ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn man eine eigene Idee verwendet hätte. So wie bei den anderen Filmen ja auch. Ja. Mal sehen, was ich dann dazu sage. Aber ansonsten top. Vielleicht als kleine Reprise dann. Ich habe auch Lust gehabt, die erste Staffel nochmal anzugucken. Ja. Ist sie noch verfügbar, oder? Ja. Okay. Vielleicht, ich werde dann auch irgendwie vielleicht ein paar Folgen später dann nochmal drauf eingehen. Nicht nochmal so im Detail jetzt, aber ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich werde auch mal kurz drauf eingehen auf The Flight Attendant. Wir hatten ja jetzt am Dienstag die Aufnahme für Fortsetzung folgt. Was denn? Ach. Ja, weil du das die ganze Zeit so durch den Kakao ziehst, seit 3 Sendungen jetzt. Ja, genau. Die arme Serie. Ich habe ja die erste Folge damals, die ersten 2 Folgen hatte ich geschaut und ich habe ja gesagt, oh, das ist ja total lame und so. Das
also den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr. Ich muss es sagen, weil die anderen bei Fortzen und Volk fanden es halt auch ganz gut. Und ich habe mich dann überzeugen lassen, dann auch mal weiter zu gucken. Es ist tatsächlich so, dass eigentlich die Story wirklich so ein mehr oder weniger linear in den Bann zieht. Also es ist jetzt nicht so wie bei manchen anderen Serien, die irgendwie am Ende der ersten Folge so einen Cliffhanger haben, wo du denkst, boah, das muss ich weitergucken. Sondern hier ist es eher so, dass es wirklich langsam linear ansteigt bis zum Ende. Und ich habe es jetzt komplett durchgeguckt und ich finde es jetzt auch ganz gut. Ist jetzt nicht meine Lieblingsserie, aber ich fand es auf jeden Fall dann doch ganz gut gemacht, weil es ergeben sich dann halt wirklich auch einige Sachen, wo ich mir gewünscht hätte, dass es vielleicht schon ein bisschen eher kommt. Ich sag mal so, wo dann so das FBI auf den Plan tritt, ohne jetzt zu viel zu verraten oder so. Das sind so Sachen, das hätte ich mir schon mal ein bisschen eher gewünscht. Das war am Anfang viel zu viel hin und her geschwimme, storymäßig. Da war viel zu wenig Drive drin, wo dann die Anwälte noch mit reingeht in das Thema und so. Das hätte ich mir früher gewünscht. Und ich könnte mir denken, dass viele auch eher abbrechen, weil sie sagen, oh, das kommt ja überhaupt nicht aus dem Quark hier, die Serie. Und dann wirklich vielleicht ein bisschen was verpassen, weil die wird doch noch ganz gut am Ende. Beim letzten Mal so kritisiert, dass du hast ja quasi die Szene genommen, ja, dass sie immer säuft und das ist das Erste, was sie tut, nachdem ja. sie ja besoffen morgens aufgewacht ist, erstmal wieder weiter säuft. Und jetzt verstehst du, warum, oder? Ich verstehen kann ich es immer noch nicht, warum sie das macht. Es wird aber ja in der Serie erklärt, wo das bei ihr herkommt. Ja, ich kann es trotzdem nicht verstehen, wenn ich weiß, ich habe damit ein Problem, dass ich Blackouts kriege dann davon, dass ich dann trotzdem immer weitermache. Aber das ist Suchtprinzip. Ja, das, jeder Süchtiger weiß, dass er das nicht machen soll. Oder auch jemand, der sich noch nicht eingesteht, dass er eigentlich süchtig ist, weiß, dass er das eigentlich nicht tun soll, aber er muss es tun. Und das wird, finde ich, in der Serie sehr gut gezeigt. Vor allem, wenn man sich dann ihr Background anguckt, wann sie dann ihr erstes Bier mal getrunken hat. Und dass das ihr einfach auch von klein auf eingebläut wurde quasi, dass es eigentlich okay ist. Und ihr Vater sie als Saufkumpane genutzt hat, obwohl sie noch nicht mal 10 war. Ja, und? Die Serie ist jetzt wie alt? Wie viele Wochen alt? Also ja, es ist nicht jeder so schnell wie du mit gucken. Oh, Entschuldigung. Ich habe zum Beispiel auch noch nicht Love, Death and Robots geguckt. Die gibt es auch schon eine Weile. Naja, nee, aber das war jetzt nicht kein Major Spoiler da. Aber nein. Ich weiß, was du meinst. Und ich kann jetzt auch, für mich ergibt sich jetzt, wo ich die erste Staffel durchgeguckt habe, ein rundes Bild, was ich mir jetzt frage, was wollen die jetzt noch mit der zweiten Staffel? Also, weiß nicht, gibt es eine zweite Staffel? Ja, soll eine zweite Staffel kommen. So wacht sie dann wieder neben einer Leiche auf, so, oh, ich habe wieder getrunken, eine neue Leiche, oh, mal gucken. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ups, I did it again. Naja. Aber kann man gucken, also Flight Attendant wollte ich nur noch mal, ich stehe ja auch ein, wenn ich irgendwo mal, das nur dazu. Das ehrt dich, Erik, das ehrt dich. Ja. Wo ich aber nicht zurande komme, was ich auch bei Fortsetzung Volk gesagt habe, ist mit dieser Bande aus der Baker Street. Das verstehe ich nicht. Da werde ich auch nicht weitergucken, obwohl es die anderen auch ganz gut fanden. Das fandst du ja auch ganz gut, ne? Kann ich bei dir nach. Oder? Die Bande aus der Baker Street? Ich habe die Bande aus der Baker Street nicht gesehen, ne? Nee? Irgendjemand sagte mir. Ich weiß nicht was. Ich dachte, du hast es. Ich habe zwar auf der Watchliste, aber ich habe es noch nicht angeguckt. Aber das ist so eine Sache, dass ich glaube, das könnte dir gefallen. Ehrlich jetzt. Für mich war es nichts. Aber den anderen hat es auch ziemlich gut gefallen. Ich glaube, ja, ich weiß auch, warum es mir nicht gefällt. Aber du könntest durchaus mal reingucken. Ich fand das Ende von der ersten Folge echt ganz schön, wenn ich gedacht hätte, okay, wenn das so einen Drive gehabt hätte, die ganze erste Folge, hätte ich wahrscheinlich weitergeguckt. Aber irgendwie nur so das Ende. Und guck da vielleicht mal rein. Soll ja auf einem Comic oder auf einer Graphic Novel basieren auch. Ne? Also es ist auch sehr... Ja, von der Erzählweise her, so in der Richtung. Okay. Okay. Aber jetzt kommen wir mal in die Rätselecke. Aha. Rätselecke. Bin gespannt, was die Kate für uns ausgegraben hat. Wir spielen Gutz oder Klump. Gutz oder Klump. Ich brauche bitte den Einspieler. Gutz oder Klump. Klingt musikmäßig ein bisschen wie das Lied von Litauen gestern. Oh, Litauen, großartiger Auftritt. Die komischen gelben Minions da, großartiger Auftritt.
Ich habe drei Fakten, die entweder falsch oder richtig sind, für euch vorbereitet. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe keine Schätzfrage. Ihr müsst es in den drei, mit den drei Fragen einfach auflösen, bitte. Ja? Denkst du dir nachher eine Zahl zwischen 1 und 10, wer der richtige Rät hat? Das können wir auch machen. Ja, das können wir auch machen. Das klingt fair. Also, mein erster möglicher Filmfakt. Der ursprüngliche Name von Buzz Lightyear in Toy Story war Luna Larry. Korrekt oder richtig? Lunar Larry, also mit R. Luna Larry. Nicht googeln. Nee, ich google gar nicht. Ich google nicht, aber ich glaube, es war auch nicht Luna Larry. Es war nochmal was anderes, glaube ich sogar. Dann sag ich mal, es könnte stimmen, ja. Also, weil, aber, es ist ja, korrekt. Aber gut, das ist, weil ich glaube, so ein Brainstorm, da werden viele Namen irgendwo mal, da, irgendeiner wird es schon gewesen sein. Und ich habe schon aufgelöst. Ach so, was ist denn richtig? Ist richtig, oder? Es ist richtig. Nach vielem Hin und Her wurde es aber schließlich zu Ehren des echten Raumfahrers Buzz Aldrin geändert. Ah, okay. Yay, ein also Punkt Alliterationen werden immer gern genommen bei solchen Kindernamen da für Kinderserien und Kinderfilme. Am Arsch. Nächster Fakt, oder nicht? Schauen wir mal. Paul Bateson, der in Der Exorzist einen Röntgenassistenten spielt, war ein verurteilter Mörder, der in den 1970er Jahren eine Reihe schwuler Männer getötet und zerstückelt hat. Wahr oder falsch? Exorzist, ein Röntgen? Ah, die ist ja mal in einem Krankenhaus, ne? Ja. Die Linda Blair. Erik, war das falsch? Vom Blair Witch Project. Nein. Nee. Das ist die, die sich das Kreuz in die und sagt, fick mich Jesus. Genau die. Genau die. Und ich sag, das ist falsch. Überleg. Das klingt so, das kannst du dir nicht ausgedacht haben. Das ist richtig. Das ist ja so detailliert. Deine Info ist hier zu dem Typen. Ja, das kannst du dir doch nicht ausgedacht haben, kurz vor der Sendung. Das ist richtig. Das ist tatsächlich korrekt, ja. Siehst du. So. Alter, ich habe schon verloren. Buh. Schiebung. Ich hätte noch so einen schönen Fakt gehabt. Oh. Dann heb dir den auf. Dann musst du beim nächsten Mal nicht. Harry Potter. Ich habe tatsächlich auch einen über Harry Potter. Ja, über die Filme. Ja. Ich habe dir jetzt eigentlich, hat es das bei euch auch in die Timeline reingespült? Da war was, da haben die Harry Potter Filme mit Deepfake editiert, dass die statt Zauberstäben Pistolen haben und Gewehre. Das und ist sowas. Ja schon alt. Ja, das, ja das hat es bei mir jetzt gerade reingespült. War so amerikanisches Harry Potter. Na gut. Der Erik hat gewonnen. Super, ja. Man merkt immer, wenn du... Toll für den Erik, schön für den Erik. Glückwunsch an den Erik. Wenn du ganz detaillierte Informationen hast, das ist immer gut. Ja, ich habe aber noch eine ganz detaillierte... Ach so, die nächste wäre falsch, das merke ich mir dann. Die nächste wäre falsch und die wäre nämlich auch total detailliert gewesen. So. Dann muss ich mir das mal merken. Also wenn das nächste Mal eine total detaillierte kommt, ist die falsch. Ich habe aber noch mehrere als nur eins. Okay, dann bin ich mal gespannt. Wenn du wieder dran bist, jetzt wandert das Kreuz. Ich bin tief enttäuscht, ich spiele nie wieder mit. Das ist ja Schiebung hier. Schiebung. Okay, dann jetzt Scheiß die Videoassistent. Musiktipps. Music. Wir haben ja eine Spotify-Playlist, die heißt Kinocast Songs. Da, die ist jetzt mittlerweile schon ganz gut gefüllt, folgen auch ein paar Leute tatsächlich. Außer uns dreien. es sind ein paar mehr. Treue Hörer. Genau, da packen wir jede Woche ein paar Songs drauf. Meins hat was mit der Serie Flight Attendant zu tun. Da kam nämlich plötzlich ein Lied. Vielleicht war das auch so mit der Grund, weil bei Flight Attendant waren speziell am Ende der ersten Staffel wurden vermehrt Songs eingesetzt, um bestimmte Szenen zu unterstreichen. Und da kam bei mir ein Song, der mir gut gefallen hat, von The Cure, Alt End heißt der. Und den packe ich bei mir auf die Playlist. Kate? Ich habe vor kurzem, also eigentlich letzte Woche, mal wieder eine Serie durchgesucht, die ich sehr, sehr mag. Und das ist die Serie Lie to Me. Und daraus habe ich den Titelsong Brand New Day von Ryan Starr. Okay. Chris, was hast du? Ich habe von Cory Marks featuring Theory of a Deadman, Blame It on the Double.
Sehr gut. Und das ist eine richtig heiße, geile Nummer. Die macht richtig Spaß, die macht richtig Laune. Die kann man richtig laut hören und mitgrölen und mithüpfen. Und eure beiden sagen mir gerade gar nichts. Die werde ich dann mir mal in Ruhe anhören nachher, wenn ich es auf die Playlist packe. Mir ist gerade noch eine Info eingefallen, Thema Serie. Ja. Die muss ich jetzt in dieser Sendung noch unterbringen. Am 27. Ja. startet die Friends Reunion ja. auf Sky. Erstmal ich online. Freu mich. Und am 29. auf Sky One dann. Also ich werde das auch mal aufnehmen und dann mal. Ich freue mich. Als ich das gelesen habe, habe ich direkt wieder Friends geguckt. Ich gucke gerade auch wieder Friends. Ich liebe Friends. Beste Serie ever. Einfach ja, genial. Friends. Ich finde, der Friends ist schon ziemlich geklaut von How I Met Your Mother. aber ich, also ich muss sagen, ich habe Friends immer geliebt, aber seit ich sie auf Englisch gucke, also im Original gucke, liebe ich sie noch mehr. Ja, da sind einige Witze ganz anders drin und so. Ja, und besser. Auch die Stimmen. Also ich habe ja zum Beispiel, ich mochte nie die Synchronstimme von Phoebe. Deswegen war Phoebe die war eine aber so kräftig und genau, und die Stimme, die mochte ich einfach nicht. Und deswegen mochte ich dann den Charakter nicht. Ja. Und seit ich das im englischen Original anhöre, mag ich Phoebe. Weil die echt witzig ist. Das und ist auch vielfach so auch bei fast so allen Serien. Aber wir wollen mal keine hier OV-Nazis sein, sondern kann jeder gucken, wie er möchte. Ja, aber es macht durchaus mehr Spaß und ist teilweise wirklich witziger, es im Original zu gucken, wenn man es natürlich versteht. Also ansonsten Synchro ist natürlich auch gut. Habe ich schon mal erzählt, was das Erste war, was ich auf OV geguckt habe? Nee, ne? Ein Porno. Friends? Nein, da gab es noch sowas noch gar nicht. Nee, es war Clerks damals. Der Clerks, Film. Okay. Clerks, weil da kam eine Videokassette irgendwie und die gab es halt nur auf Englisch, weil der Film war ja doch Indie und den gab es nur auf Englisch. Und da habe ich wirklich, das klingt alles viel cooler eigentlich im Englischen. Und dann irgendwie noch so die irgendwelche Horror-Videokassetten besorgt, dann Uncut irgendwo, die waren auch alle Englisch später dann. Aber der erste Film, so richtig, den ich auf Englisch geguckt habe, war Clerks. Auf VHS damals. Habe ich den nicht sogar hier stehen? Ah, er steht hier. Regal, genau. Tatsächlich. Toll. Eine grüne Videokassette. Ja. Ist super, ja. Na gut. Kenn sogar ich. Ja, kenn das sogar sollte ich. Jeder kennen. Also, ja, jeder sollte das kennen. Clerks, den ersten. Er ist super. Okay, dann sind wir ja soweit durch heute. Ich glaube, Kommentare gab es nicht und Feedback und so weiter. Dann ran an die Tasten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lasst mal einen Kommentar da oder ein Like auf jeden Fall auf allen Plattformen, wo ihr das jetzt so findet. Empfiehlt uns weiter und bleibt gesund. Bis bald und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich habe gerade oben Tagesschau 24 ohne Ton laufen, da kommt es gerade ein Zusammenschnitt von ESC, da war gerade die Russin da. Oh, die war ja furchtbar. Die Russin, die war lustig. Ich fand die Ukraine viel schlimmer. Ich bin ein Fan von Island. Die Ukraine, Island. Diese melancholische Kindergärtnerin, die da, die kommt jetzt gerade. Aber die Französin fand ich auch grünen gut. Fifi. Ich habe es liebevoll den grünen Bibo genannt. Ja, der grüne Bibo. Oh Mann, ey, das ist so abgefahren immer. Ne, aber Island war toll. Island war toll, ja. Aber die, aber was die halt machen, die versuchen halt immer, also ich habe es ja auch mal kategorisiert, ne, die versuchen halt ganz bewusst immer in die dritte Schiene reinzugehen, in dieses, oh, wir machen was besonders Abgefahrenes. Ja. Und versuchen darüber irgendwie, das machen die jedes Mal. Die haben nicht irgendwie, wo du sagst, ja, mal irgendwie was besonders cool komponiertes oder so. Die machen immer dieses abgefahrene Zeug. Ja, ich finde es nicht schlecht. Naja, ich stehe auf abgefahren. Bring ein bisschen Farbe rein. In Finnland macht seit Lordi auch immer nur so Metal-Grotze da. Ich meine, das kann gut sein, aber ja, das gestern, ging so. Meinst du, die hatten bei Will Ferrell und Amy Adams angefragt? Das wäre so witzig ich gewesen. Ich weiß es nicht, ob die da. Aber das war ja auf jeden Fall ein Thema, das hast du ja immer wieder gemerkt, ne? So bei den Moderationen und so. Das war so lustig. Ich glaube, ich stehe auf den deutschen Kommentator, der ist so furchtbar. Ja, das passt irgendwie alles zusammen. Das ist wie Steven Gätchen am roten Teppich von Oscars. Das gehört irgendwie mit dazu. Peter Obern. Was war auf Twitter?
ich weiß nicht, wie heißt der, Peter Urban? Ja, der wird eingefroren und dann immer wieder aufgetaucht. Der war schon beim allerersten ESC dabei, da war er bereits 85. Ach so. Ja, aber ohne den würde irgendwie was fehlen, das ist irgendwie, der gehört dazu, das ist seine komischen, absurden Kommentare dann. Und seine schlechte Übersetzung. Aber es zeigt es doch wieder, ohne dass da, also der deutsche Beitrag, der wurde ja auch wieder von einem Gremium quasi auserkoren, uns da zu vertreten. Es funktioniert halt nicht. Du brauchst halt ein gewisses Crowd, die das mal bewertet, irgendwie eine Art Casting oder sowas, wo Leute anrufen können. So funktioniert es halt nicht, wenn du da irgendwelche Leute hinschickst. Aber andererseits, ich fand ihn gar nicht so schlecht, muss ich also mal sagen. Aber andererseits, so richtig ernst zu nehmen, die Künstler, also so richtig, die richtige deutsche Künstler, die man kennt, da fährt einer mit offener Tür, die würden da ja gar nicht antreten. Also mal ernsthaft. Boah, man weiß es nicht. Also, ich meine. Ich meine, da waren doch, wann waren das? Ja. Vor drei Jahren oder so, wo es in der ARD mal, wo die versucht haben, das Stefan Raab-Konzept zu übertragen. Ja. Da waren ein paar gute Leute, also die man so kennt, waren auch mit dabei. Aber da hat auch der Mats Mutzke und so mitgemacht. Ja, ne? Genau, die sind dann halt vom Publikum nicht gewählt worden. Da ist dann, ich glaube, da ist dann sogar Mats Mutzke hingefahren, oder? War das keine nicht Ahnung. Ja. Ich weiß nur, dass... Unser also Star nicht, für den ESC oder Baku. So hieß es. Unser Star für Baku. Aber ich glaube halt, viele machen das wirklich nicht, weil du hast ja gesehen, was mit der Schweiz passiert ist. oder dann halt... Und hier sind die Publikum-Votes. United Kingdom, you get zero points. Ja, ja. Ja, Deutschland das ja auch. Germany, hart, you get zero points. And you get zero points. And you get zero points. Everyone gets zero der points. UK-Beitrag. Ey, UK, die haben so gute... Die können so gute Popmusik schreiben, ja. Was graben die denn da jedes Jahr für einen Rotzer aus, ey? Genau das gleiche habe ich gestern auch gesagt, Erik. Die haben so tolle Künstler. Du musst ja nur Britain's Got Talent angucken. Das sind No-Names, die machen so tolle Musik. Selbst die zweite oder drittplatzierten da. Und dann schicken die so einen Bananentypen dahin. Wie ist der hier, My Heart Skips a Beat oder sowas? Der ist ja auch aus so einer Castingshow. Olly Murs. Ja, Olly Murs oder so. Und die haben ja so gute Popmusikschreiber oder die haben sie eigentlich erfunden damals, so dieses ganze Thema Popmusik, das kam ja aus England eigentlich. Und ich frage mich da auch. Und es gab tatsächlich ja schon den einen oder anderen ESC-Gewinner, der gut war. Also es gab ja wirklich schon das ein oder andere Song, der richtig gut war. Ja. Für viele war das ja auch ein Sprungbrett. Eben. Also, aber es ist halt für viele einfach nur eine Lachnummer, diese Veranstaltung. Ja. Siehst du ja, wie sich das Internet schwer drüber lustig macht. Ja gut, aber du kriegst halt auch Bekanntheit dann dadurch. Ich hab das Album der Lena. Ja, aber trotzdem, also wenn ich überlege, was ich gelesen habe, was die da alles so online schreiben, und ich habe ja selber fleißig mitgelästert, nicht ganz so krass wie der Rest der Welt, aber ich habe auch ein paar Tweets abgesetzt. Aber trotzdem, das ist Alter. Ja, das ist... Das ist halt immer jedes Jahr. Wie war das von Bastian Bielendorfer, das zweitschlechteste nach Hitler? Das habe ich nicht gelesen. Oder Hitler ist nur noch das zweitschlechteste. Das war Ricky Gervais. Ich habe nur erst von ihm gelesen. Ja, aber hat er irgendwie geschrieben, ist der ESC wirklich so schlecht? Ich frage für einen Feind. Und dann hat er noch irgendwas was anderes geschrieben, über irgendwas anderes. Da habe ich gesagt, ey, sag mal, bist du jetzt auf Krawall gebürstet heute? Oder was? Also man muss doch nicht die Trending Topics, die es gerade gibt, man muss sich da doch nicht ausgerechnet mit denen anlegen, die das gerade gucken oder so. Ne? Also ich meine... Man kann es auch wirklich sehenden Auges in das Messer reinlaufen, sonst beschwert er sich immer so, kriegen wir so einen Shitstorm, die Leute schreiben. Und ja. Weißt du, und dann ausgerechnet, ich finde jetzt nicht mehr, was das, ach ja, warte mal doch, hier habe ich ja geantwortet. Ach genau, dann hat er noch unpopuläre Meinung, aber ich halte die Fluch der Karibik-Filme für die blödeste Geldmachscheiße, die jeder auf Film gebannt wurde. Ja, stimme ich ihm ja völlig zu, aber man muss doch nicht ausgerechnet erst den ESC dissen und dann noch Fluch der Karibik, wo man genau weiß, da gibt es viele Leute, die das gut finden. Nächste Klage vorprogrammiert. Nee, das nicht, aber du läufst doch sehenden Auges in zwei Messer rein, das muss doch nicht sein, ne? Wo du einfach die Leute triggerst, ne? Gerade so im Internet.
Und ich meine, hat er eigentlich den Hashtag noch verwendet bei ESC? Das wäre ja noch das Heftigste, wenn du so was. Da gibt's, ich glaube nicht, der benutzt doch gar keine Hashtags. Ich finde das ja selber ziemlich absurd, die Veranstaltung, aber ich gucke es eigentlich immer wieder, weil es irgendwie lustig ist. Aber man muss sich doch nicht so wirklich so offensichtlich dann mit den Leuten anlegen. Dann. Was ich halt sehr angenehm finde, ist, dass es auf dem ARD kommt und nicht ständig Werbung ist. Also das finde ich sehr, sehr angenehm. Und B, es ist einfach mal eine gelungene Abwechslung zu dem Rest des Bullshits, was so im normalen Fernsehen läuft. Also ich mag ja solche internationalen Groß-Events, die so live stattfinden. Das mag ich ja total, wenn das irgendwie Golden Globe oder irgendwie Emmy ist. Ich gucke ja selbst irgendwelche Nickelodeon-Verleihung oder sowas, weil es einfach, wenn du da live dabei bist und du siehst dann, wie aus anderen Ländern die Leute was schreiben, und ich gucke auch gerne, wie das so inszeniert ist und so, damit das wirklich so, was mich halt so interessiert, wie machst du so eine Großveranstaltung, die weltweit übertragen wird, wo weltweit Leute gucken, dass es irgendwie jedem gefällt, weil jeder hat ja so kulturell so seine Prägung, ne? Das ist eigentlich immer ganz interessant, wie die dann so die Mitte finden, ne, für alle. Na gut, fangen wir mal an, oder? Wollen wir vielleicht mal anfangen, ja? Jetzt haben wir genug Warm-up hier gehabt. Ach, wir haben nehmen noch gar nicht auf. Nee. Das heißt, ich nehme schon auf, aber hier wird dann ein Cut erfolgen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ESC hier so ein Thema ist für den Kinocast. Bis bald im Kinocast.